Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wie heißt das Spiel nochmal? Deadlight. Okay, weiter geht's. Ich glaube ja, jetzt können wir das Schloss runterschießen. Ach Mann. So, und dann kommt auch die Leiter geschwind hinunter. Wir können mit dem Raben da oben spielen. Aber auch schöne Klettereinlagen hier im Spiel. Das muss ich ja mal. That's Parker's motorhome. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, fällt mir vielleicht noch ein. Okay, dann werden wir mal die Waffen testen. Headshot. Aber wir können ja auch weiterhin unsere Axt benutzen. Ja, komm rüber. So schüsseliger Zombie. Und dann gibt's auf den Kopf. Ich glaube, da kommen auch jetzt noch welche von hinten. Aua, du hast keine Ausdauer mehr. Oh, fuck. Okay, weg mit dir. Ich habe, glaube ich, gerade vergessen, das Health Pack zu nehmen. Na, ich hoffe, es werden noch welche kommen. Also, ich denke mal, da ist doch direkt eins. Wenn man vom Teufel spricht. Okay, eine Krähe und draußen sind zwei Zombies. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich muss durch die Tür brechen. Scheiße, Mann. Ah, komm, jetzt muss ich das anders regeln. Okay, komm rein, Kleine. Dann schieße ich dir die Rübe weg. Aber man sollte ja eigentlich sparsam mit der Munition sein. Da ist der. Oh, ein Critical Hit. Sowas gibt's hier auch. Schön, schön. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Eventuell. Da ist die Axt nicht stark genug für. Mit Anlauf dagegen. Nein, auch nicht. Aber eventuell mit Anlauf dagegen und. Auch nicht. Okay, Freunde. Wie geht's denn jetzt hier? Okay. Epic Fail. That fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Okay, das Feuer löschen und ich sehe da oben auch schon direkt einen Wasserturm. So können wir eventuell höchstwahrscheinlich das Feuer löschen. Erstmal in die Wohnung rein. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet O. Elwood Toll. Toll. Okay, da geht's nach oben. Dann werden wir uns mal direkt Fire Exit nach oben begeben. That water tower looks weak. I could tackle it down. Ich kann's runter tackeln, okay. Dann tackeln wir mal. Okay, schön. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Freunde und unsere Familie finden, weil ohne ist ja auch scheiße. Okay, da sind schon wieder Walker. Einfach erstmal zu mir hinloggen und locken und mit Anlauf auf ihn drauf. Oh fuck, weg mit dir. Und schnell nach oben. Okay, und tap und rein in die Wand. Okay, nach oben. Boah, die Musik macht mich verrückt, Freunde.
Eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Darin werden die Behörden von den andauernden Bedrohungen eines Nachbars aus dritten Stock gewarnt. Okay. Leise. Nicht leise, aber schnell. Oh. Jetzt komm doch schon. Okay, hoch. Da oben ist der dritte Stock. Okay. Erstmal schauen wir uns die Küche etwas genauer an. Okay, darüber können wir nach draußen, aber können wir nicht hier auch noch? Ah ne, hier können wir nur einbrechen. Steht da. I'll kill you, freak. Ach, I kill you, freak. Okay, da hinten ist ein Hotel. Aber die Gegend sieht echt geil aus. Für 2D alles. Für so ein 2D-Spiel. Oh, scheiße. Eventuell jetzt so ein Wallsprung. Aber wie? Okay, so. Okay, Auge juckt. So, weiter. Muss man ja auch ganz schön schnell die Tasten hier drücken. Und hoch. Ah, ich glaube, wir sollten uns den dritten Stock erstmal anschauen. Ach ne, können wir nicht. Da ist ja... Was ist das überhaupt für ein Raum da unten? Da kommt man doch gar nicht rein, nur übers Fenster. It seems that those planks block up the way to the rooftop. Bevor ich weitermache, hat das Spiel einen kleinen Haker. So, muss ich einmal die Dialoge ein wenig runterdrehen. Das ist ein bisschen zu laut. So, weiter. Shadows might be of help to me. Okay. Ah, ich verstehe. Und dadurch komme ich jetzt weiter nach oben. Über den Stacheldraht komme ich ja nicht. Hier unten rein auch nicht. Okay, dann müssen wir ja da entlang. Da kann man auch durch eine Tür brechen, glaube ich. Nee. Ne, kann man nicht. Er bricht sich nur irgendwas, wenn er durch die Tür brechen will. Aber wahrscheinlich kommt man hier hoch. Okay, super. Da ist die... Was war denn da? Ja, komm schon. Ach, ist doch... Wenn er nicht so weit springen soll, dann springt er so weit. Naja. So, was haben wir denn hier? Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Ja. Okay, hier ist der dritte Stock. Oder auch nicht. Okay, ab in den Raum. Und hier wohnt dieser Freak. Ein Testament geschrieben von einem der Bewohner des Apartmentblocks. Hier steht unter anderem, dass er beschlossen hat, den Boiler des Hauses in Luft zu jagen und all seine infizierten Nachbarn umzubringen. Okay, naja. Manchmal wäre das immer noch besser, als zu sterben. Und los! Und abrollen nicht vergessen! Ach du Scheiße. That's the helicopter chasing my friends. Scheiße. Quick. My friends are in danger. Ja, jetzt. So. Und so über den Zaun rüber und dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Okay, rutschen und auf den Fensterputzerwagen, der zusammenbricht.
Okay. Oh, da kommt jemand online. Oder spielt jemand Dota? Wow, fuck. Okay, wir müssen jetzt runter. Und los. Ah, wohin? No, fuck. Ah, das war das Springen. Nicht springen. Alive. Ach, schon wieder alles. Aber wenigstens haben wir wieder volles Leben. Okay, 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 okay. Jetzt das Ganze bitte ohne Springen. Und dann ist... Aua. Alles gut. Okay. Wow. Ich glaube, ich sollte hier... Das war jetzt mal sowas... Sowas von Glück. Haben wir noch irgendwas hier liegen? Ja. Das ist doch schön. Pistolenmunition. Und rüber. Ich werde mich auch noch mal hier unten weiter umschauen. Oh, mein Handy hat vibriert. Und jetzt rüber in den... Nicht rüber in den Raum. Ich glaube, wir sollten doch lieber von oben uns einfach reindroppen lassen. Oder so geht's auch. Okay, aber bevor es hier weitergeht, werde ich mal einen kleinen Break setzen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play The Dead Light. Oh, fuck.